bin Pascal Bruderer. Ich bin seit 14 Jahren hier im Eidgenössischen Parlament tätig, 10 Jahre im Nationalrat, seit 4 Jahren im Ständerat und muss jetzt sofort zur Abstimmung. Ich gebe dieser Initiative keine großen Chancen bei uns im Ständerat. Ich denke, sie wird wie zuvor im Nationalrat auch abgelehnt, im Ständerat vermutlich noch ein bisschen deutlicher. Danach hat ja aber die Bevölkerung dann die Möglichkeit, sich dazu zu äußern. Und ich glaube, von der visionären Anlage dieses Anliegens her ist es auch eine gute Diskussion für die breite Bevölkerung. Ich finde es sehr spannend, der Ansatz dieser Initiative, sehr visionär und nicht zu sagen, es ist fast schon eine Utopie, die hier skizziert wird. Aber vom Gehalt her der Diskussion, glaube ich, ist durchaus geeignet für eine öffentliche, breite Diskussion, wie sie im Vorfeld eines Urnengangs eben geführt werden soll. Was spricht dagegen, die Existenz eines jeden Menschen bedingungslos zu sichern? Meines Erachtens gibt es ein Bestreben, sich einzubringen, aktiv in der Gesellschaft und einen Erwerb zu generieren. Das ist ein Aspekt, den ich als jemand, der auch das Leistungsprinzip unterstützt, als positiv erachte. Meines Erachtens haben wir heute in der Realität das Problem, dass es unbezahlte Arbeit gibt, dass wir viel ehrenamtliche Arbeit haben, die nicht entsprechend gewürdigt und auch nicht wertgeschätzt wird. Mal abgesehen vom finanziellen Aspekt, aber schon wertgeschätzt wird. Und da sehe ich ein Problem in der heutigen Realität. Aber dass wir am Grundsatz etwas ändern, dass Leistung auch belohnt und entlöhnt werden soll, da bin ich nicht für eine Änderung. Und was halten Sie von dem Gedanken, das einfach mal umzudrehen im Gedanken, dass man erst ein Einkommen braucht, damit man dann arbeiten kann und dann auch noch viel besser, viel engagierter viel mehr Leistung erbringen kann? Ich glaube, das gilt für ganz viele Leute, dass sie von sich aus auch diese innere Motivation haben, sich zu engagieren. Ich glaube aber nicht für ganz alle. Und als Expertin oder als jemand, der sich immer mit den Sozialversicherungen auseinandergesetzt hat, muss ich sagen, es gibt auch konkrete Beispiele dafür. Aber ich finde den Gedanken ganz spannend, dass wir bei der Motivation ansetzen sollen und dürfen. Das ist auch der Grund, warum ich mich dafür einsetze, nicht für ein bedingungsloses Einkommen, Grundeinkommen, aber dass auch jene Menschen, die aufgrund, es gibt zum Beispiel die Grund einer körperlichen Einschränkung oder einer gesundheitlichen Beeinträchtigung, dieses Erwerbseinkommen nicht generieren kann, dass es dort ganz klar das Anrecht gibt auf ein würdiges Leben und dass dort die Unterstützung fällig wird. Das Ganze umzudrehen würde wirklich einen totalen Systemwechsel bedingen, bei dem man nur schon Ja sagen muss zur Grundidee. Und da bin ich eher skeptisch. Also mir gefällt das Leistungsprinzip in der Gesellschaft und ich glaube auch, dass wir bei der Motivation ansetzen dürfen. Wie schätzen Sie ist das Verhältnis von den Menschen, die selbstinitiativ arbeiten können und von denen, die eben noch diese Hilfestellung brauchen, dass sie müssen und dass sie einen Leistungsanreiz brauchen? Wie wird vielleicht in Prozent gesprochen das Verhältnis sein? Ich würde mich da nicht auf die Äste rauslassen und in Zahlen argumentieren, aber ich gehe grundsätzlich davon aus, dass diese innere Motivation, die diesem Grundeinkommen als Gedanken zugrunde liegt, nicht 100% der Bevölkerung umfasst. Paula? Entschuldigung. Kannst du ganz schnell warten, bis es fertig ist?